Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Mir fällt gerade ein, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geguckt, was Janalnuklu kostet. Und den wollte ich auf jeden Fall mal probieren, weil er der beste Freistoßschütze im Spiel ist und auch einen richtig sicken Distanzschuss hat. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie richtig geschrieben wird. Oh, wie wird denn da geschrieben? Wie heißt der mit Vornamen? Ich weiß es nicht. Fuck! Naja, also wie gesagt, Kagawa hat uns zwar die Liga gerettet mit den 3 Punkten und dem geilen Schuss, aber wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig super mega geil hat er sich bisher nicht angefühlt und hat bisher nicht so mega krass viel gezeigt. Das ist ärgerlich, aber es ist halt einfach so, die Wahrheit. Ja, was soll ich da machen? So, Kalhanuklu. Ach so, Shalanuklu, Kalhanuklu, okay. Ja, und aus diesem Grunde, und weil ich ja eh gesagt habe, dass ich den Typ mal testen will, werden wir das mal tun. 3,5 habe ich gerade gelesen. 3,5 wäre halt immer noch teuer für einen 78er. Da wird irgendwann mal 1000 kosten, ich sag's euch. Ich würde ihn halt so gerne mal testen. Und dann hätte ich endlich mal einen guten Freistoßschützen. Aber ich glaube, den haben wir auch noch kein einziges Mal gesehen im gegnerischen Team. Nämlich recht im Sinne. 3,1. Ja, ich werde mir jetzt holen. Es ist immer noch zu teuer, aber ich werde jetzt logischerweise nicht mehr so viel Verlust machen wie vorher halt. So, wir hätten jetzt eine Engine für 3000 mit 14 Verträgen oder 2 Verträge, 2,7 ohne Chemistry Style. Ich glaube fast, da hole ich mir lieber den mit Chemistry Style und 14 Verträgen. Und es schwärmen ja auch immer alle davon, wie geil er sich spielen lassen würde im ZOM und dass man halt einfach jeden Freistoß mit dem reinmacht, etc. pp. Deswegen hat er auch keine schlechten Werte, ne? Für einen 78er muss man ja auch mal sagen. Dementsprechend, ich bin gespannt. Kagawa packe ich erstmal auf die Transferliste. Ich denke, den werde ich dann verkaufen und lieber den Schalli spielen. Engine ist, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Wobei Engine ist, glaube ich, wieder mit Pace verbessern. Ja, macht Tempo besser, Pass und Dribbling. Ich würde halt in FIFA 16 wahrscheinlich bloß Chemistry Styles verwenden, die nicht die Pace verbessern, sondern halt nur die anderen Sachen. Aber okay. So, 9 Chemie haben alle mindestens. Sehr schön. Ist halt schade, dass er sich für die Türkei entschieden hat, nicht für Deutschland. Dabei hat er, glaube ich, in den U-Mannschaften für Deutschland gespielt. Das ist genau wie Yunus Mali. Spielt in allen U-Mannschaften für Deutschland und geht dann aber in die Türkei. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich finde, es sollte eine Regelung geben, dass wenn man in der Jugend für ein Land gespielt hat und dann logischerweise dieses Land auch mit an der Ausbildung dieses Spielers beteiligt ist, dass dann der Spieler, der zum Beispiel für Deutschland gespielt hat, nur dann zur Türkei gehen darf, wenn ihn der Deutsche Fußballbund dafür freistellt. Das fände ich gerecht. Okay, das Team ist mega krass. Der hat Müller, der hat Boateng, der hat Naldo, der hat Rodriguez, der hat Piszczek, Schürrle, Mkhitaryan, okay, und dann halt Chicharito im Sturm und hatte, glaube ich, fast überall einen Chemistry-Style drauf. Also das Team ist dreimal so gut wie meins. Ich hoffe nur, dass er dreimal so schlecht spielt wie ich. Das ist schwer, dreimal so schlecht zu spielen wie ich. Aber ich hoffe es. Oh, Çalhanoğlu mit dem ersten Pass, krass. Und da ist auch direkt Çalhanoğlu mit dem ersten Schuss. Und es hat sich zumindest ganz sexy angefühlt. Ach ja, was man nicht vergessen darf, Çalhanoğlu hat einen starken linken und einen starken rechten. Also er ist beidfüßig. Das weiß ich schon. Aber auch gar nicht zu weit. Nein! Der kommt! OMG!
Aber ja, Sommer hat ja den guten Abschlag. Sehr schön. Ich hatte ihn halt komplett aufgezogen gehabt. Hätte vielleicht einen Tick weniger aufziehen sollen. Warum das nicht mehr geht, das ist echt traurig. Wenn die irgendwas, also wenn EA irgendwas entschärft, dann immer so sehr, dass es gar nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber das machen die immer so. Vielleicht bekommen sie es anders nicht hin oder so, aber die bekommen es echt nie gebalanced. Das war eigentlich kein Foul. Er hat zum Glück. Ach doch, es war ein Foul, weil er war für mich. Klar, logisch, logisch. Ne, es war eigentlich keins. Weder von ihm noch von mir, aber ist ja egal, ich war ja eh im Ballbesitz. Schöner Pass, der eigentlich auf Draxler gehen sollte, aber damit kann ich leben. Auf GG. Aber interessant, dass er bei so einem teuren Team trotzdem Chicharito im Sturm hat. Vielleicht kann er sich Lewandowski noch nicht leisten oder er spielt einfach sehr gut Chicharito, ich weiß es nicht. Oh, das war dumm von ihm. What the? Ich dachte, den fängt er jetzt einfach runter. Ich dachte, den nascht er einfach weg. Aber der war ja nicht mal in der Nähe. Der wäre rein wahrscheinlich, wenn er aufs Tor gegangen wäre. Also in die Ecke, logischerweise. Krass. Gut, mein Defensivverhalten gefällt mir bisher eigentlich ziemlich gut. Jetzt wird es interessant, ob Stranzl den Pass hinbekommt. Ich hab's geahnt. Aber es musste halt sein. Ich musste es halt probieren. Abgefälscht. Gefährlich. Man hat ja auch fast nur Spieler, die einen guten Distanzschuss haben. Das wird ein anstrengendes Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es gewinnen kann. Also können, klar. Ich kann jedes Spiel gewinnen, mit Glück. Aber ob ich es verdient gewinnen kann, mal schauen. Wobei, ich würde fast sagen, dass bisher mein Spiel schon besser ist als das vom Gegner. Das war jetzt zum Beispiel auch schon wieder eher schlecht verteidigt als gut. Ach, ich Trottel, war durch. Das wusste ich nicht. Elfmeter. Warum habe ich denn nie Elfmeter-Glück? Boateng läuft einfach mal Vidal ab. Wie krass ist das denn? Oh, jetzt habe ich Stranzl in den Lauf geschickt. Das war dumm. So, ich würde sagen, es läuft momentan ganz gut. Aber der Pass kommt wahrscheinlich wieder nicht. Er zeigt halt an, Chicharito, hier, Spiel, Spiel, Spiel. Und wenn man dann spielt, dann wird es halt nichts. Eigentlich schon meine. Einfach mal raus mit dem Ding. Da kommt sogar noch richtig geil. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Muss mir nochmal die Werte angucken von Çalhanoğlu. Da müsste ich eigentlich auch einen guten Passwert haben. Verstehe gar nicht, warum da nur ein 78er ist. Tja, das Einzige, was momentan so ein bisschen fehlt, sind richtig geile Torchancen für uns. Gegner hat etwa... Oh, ich Trottel, hab gedacht, dass der Gegner ich bin. Also den Kopf, der da gerade unten zu sehen war. Ich habe ja nicht auf den Radar geguckt und dachte, das wäre ich. Boateng macht eigentlich defensiv auch ein gutes Spiel. Also habe jetzt irgendwie nicht so das Gefühl, dass der Bender besser war. Lange Pässe funktionieren echt eher schlecht, auch wenn man den Steigenpass spielt. Er hat auch Bänder. Ich weiß aber gar nicht, welcher Bänder, also ob es jetzt Leverkusen oder BVB ist. Oh, faul, zum Glück. Wenn er eher nach Spielerbewertung geht, dann wird er wohl eher den Bänder von Leverkusen haben, weil er besser ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein 81er und der von Leverkusen nur ein 80er. Das ist natürlich mega uncool jetzt, aber er macht den Fehler und läuft weg. Er hätte einfach nur stehen bleiben müssen. Grätscht auf jeden Fall auch mal sehr gerne. Das ist ein Foul, bitte. Ja, danke.
Oh, Chalalukdo, da kann ich ja von überall schießen. Ach, ich habe vergessen, die Standards einzustellen. Fuck, jetzt muss ich immer Chalalukdo auswählen, aber egal. Für hier, da flange ich einfach rein. Ich habe es noch nie geschafft, danach ein Tor zu erzielen. Oh, das war ja mal ein richtig satter, geiler Distanzschuss von Bender. Was ist denn da passiert? Und warum war das nicht Chalalukdo? Wahrscheinlich schießt auch Chalalukdo die Flanken eigentlich. Wahrscheinlich ist er ein besserer Flankentreter als... Ja. Schade. Es ist so schwer aufs Tor zu zielen bei den Distanzschüssen, ich weiß auch nicht. Vielleicht brauchen wir dann wirklich mal... Ich würde halt wirklich... Also in der Situation hätte ich jetzt gerne einen Chalalukdo gehabt und würde gerne mal wissen, ob der dann einfach immer aufs Tor zieht, weil er halt auch richtig krassen Distanzschuss hat. Das weiß ich halt nicht. Okay, Vorteil. Oh, ich drücke extra auf Klären, um das Ding da rauszuholen. Und es hat nichts gebracht. Komm, sehr gut. Der Pass war scheiße von Chicharito. Ja, war ein Foul. Da bin ich mal reingegrätscht, weil ich gehofft habe, dass ich halt den Ball da abgrätschen kann. Mir hat auch jemand geschrieben, dass eine rote Karte produzieren doch keine Manageraufgabe mehr ist. Aber ich war mal, früher war das mal eine Manageraufgabe. Ein Spieler auswechseln, der eine rote Karte hat, das weiß ich noch. Ach, jetzt hätte er meinen Gegenangriff ruhig laufen lassen können. Mit meinem Abwehrspiel bin ich ganz zufrieden, aber ich habe nach vorn halt nicht so viele Torschanken generiert. Ich werde aber trotzdem erstmal auf hoher Druck lassen. Sehe jetzt wenig Gründe, da umzuschalten. Ein paar Torschüsse-Chancen hatten wir. Wir haben es halt nur nicht verwandelt. Und ich denke, es ist erstmal wichtig, dass wir hinten sicher stehen. Und das scheint ganz gut zu funktionieren mit hoher Druck. Wo kommt der Mauszeiger her? Hat sich meine Maus etwa bewegt? Geh weg! Du nervst! Ist weg. Mal einfach mal raus. Schade. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass er so spielt. Sehr gut, kommt Draxler. Wird natürlich geblockt, mein Schuss. Ich denke aber, sehr viel weiter hätte ich auch nicht in die Mitte ziehen können. Ohne dass es eklig geworden wäre. Oh, jedes Mal übersehe ich diesen Spieler da unten, ist zum Kotzen. Typischerweise hat es aber nichts gemacht. Was für ein Lackertor. Wer war's? Oh, Chalalukdo, natürlich. Natürlich muss er es machen in seinem ersten Spiel. Okay, du bleibst im Team. Oh, was für ein Lackertor. Also das, was ich mit Chicharito gemacht habe, war so geplant. Aber eigentlich sollte es auf die 7 gehen, was glaube ich Bender war. Dass jetzt Chalalukdo von irgendwo angerannt kommt und den Dropkick-mäßig reinbordert. Ei, jai, 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 jai. Richtig geil. War ein absolutes Lackertor, kann man nicht anders sagen. Aber, weil, also der, es war zwar die halbhohe Hereingabe von Chicharito war genauso geplant. Aber natürlich soll er nicht auf Chalalukdo gehen. Und dass der dann in so einer Situation Dropkick aus dem Winkel das Ding reinmacht, ist einfach nur ein Lackertor. Ich denke aber trotzdem, dass ich verdient führe. Zumindest bin ich der bessere Spieler. Also es, ja, es ist keine unverdiente Führung. Habe ich jetzt schon auf defensiv geschalten? Ach, zum Glück nur ein Wurf. Ach, wie geil das wäre, das zweite Spiel in Folge zu gewinnen und dann halt auch noch das Siegtor mit Chalalukdo zu schießen, wobei es natürlich noch lange nicht vorbei ist. Ja. Schwer, also sehr, sehr schwere Situation für Müller, um da ein Tor zu machen.
glücklicherweise. Oh Mist, das ist zu spät. Nein, er kommt noch. Ich dachte nämlich, dass der Gegner jetzt gerade zuläuft. Und da habe ich Glück gehabt. Gegner spielt meiner Meinung nach schlechter als der in der letzten Aufnahme, was schon mal gut ist, weil gegen den anderen habe ich ja 2-0 gewonnen. Oh, Glück gehabt. Wer war das? War das Boateng aus der Innenverteidigung? Oder war das Vidal? Es könnte auch Vidal gewesen sein. So, jetzt nur keinen dummen Aufbaufehler machen. Okay. Damit kann ich leben. Ist halt auch noch ein bisschen, ne? Ist noch nicht mal 70. Minute. Sollten wir schon versuchen, noch anständig das Ding hier zu spielen. Sehr schön geblockt von Chani und dann auf Draxler. Leider hat das in die Mitte ziehen gar nicht funktioniert. Ach, hier hätte ich durchziehen müssen, das war nicht so schlau. Aber Verhaag macht seinen Fehler, der eigentlich meiner war, wieder gut. Es geht halt ein bisschen angepisster drauf, habe ich das Gefühl. Also viel aggressiver auf jeden Fall. Ich dachte, ich kann noch mal ganz eng... Das hat nicht geklappt. Insua, sehr gut, Aufbau gestört. Wichtig. Oh nein, und dann so ein schwerer Pass kommt, ne? Aber der leichte Pass auf Boateng, der wird dann verkackt. Ja, schön abgefangen. Oh, wenn der gekommen wäre, der Pass. Ah, war halt komplett aus der Drehung gespielt. Deswegen nachzuvollziehen, dass der nicht kommt. Muss sagen, so langsam aber sicher enttäuscht mich Chicharito mit der Zeit wieder. Da spielt halt nach hinten immer ziemlich gut. Hat jetzt gerade halt schon wieder einfach nur einen hervorragenden Ballgewinn, aber nach vorn. Ich finde auch nicht mehr, dass er so geil trippelmäßig drauf ist. Also er setzt sich halt auch gar nicht mehr durch am Ball. Aber, also wenn er einen Ball hat, wenn er ihn wieder erobern soll, das kann er irgendwie. Ist halt schon merkwürdig. Oh, was ist denn hier los? OMG! OMG, Doppelpack, wir rennen direkt mal zur Kamera. Oh mein Gott, oh mein Gott, Doppelpack im ersten Spiel und was für Tore, schon wieder so ein Lagerding eigentlich, aber vielleicht ist es ja auch mit Çalhanoğlu überhaupt kein Lagerding, weil er die immer so macht, ich weiß es nicht. Ach du Scheiße, auch wieder so ein krasser Dropkick, was für Tore macht der Junge. Eieiei, wenn wir jetzt noch so einen Stürmer finden, richtig nice, der geht ja ab, also zumindest jetzt in dem Spiel, ich hoffe mal, das bleibt so. What the fuck? Der wird sich jetzt auch gerade denken, na schön, Dank auch, was für Tore. Da muss ich ihm leider zustimmen, das sind echt kranke Tore, die er Çalhanoğlu geschossen hat, das kann man nicht anders sagen. Eieieiei. Eieieiei. Und da haben wir seine Distanzschusskünste und seine, schade. Und seine Freistoßkünste noch gar nicht gesehen. Wenn man damit auch noch Tore schießt. Ach, du Heimatland.
Was geht? Und da hat nur eine 8,2? Was ist denn mit dem Bewertungssystem passiert? Das ist doch kaputt. Boah, zwei Tore, Vorlagen. Ach so, beide Vorlagen kamen von Hernandez. Okay, ich nehme alles zurück. Sorry, Hernandez, dass ich dich gerade eben schlecht geredet habe in dem Spiel. Ich bekomme halt immer nicht mit, wer die Vorlagen schießt. Aber klar, die eine verkackte Vorlage, also die eine eigentlich gute Vorlage, die zum komischen Tor geführt hat, war ja auch von Chicharito. Warum hat er denn nur 7,5 bei zwei Vorlagen? Krass, krass, krass. Oh mein Gott. Wie geil. Zweites Spiel in Folge gewonnen, dann solche kranken, geilen Tore mit Çalhanoğlu. Oh Gott, die müssen wir uns nochmal anschauen. Was für ein gestörter Junge im positiven Sinne. So, hier, wie gesagt, die ist eine halbhohe Flanke. Das ist, ich weiß nicht, warum ich die gemacht habe, aber die ist mir halt spontan in den Sinn gekommen. Die soll aber eigentlich hinter den Verteidiger auf die 7 auf Bender gehen. Çalhanoğlu, das ist halt so geil. Çalhanoğlu ist halt komplett falsch. Also, ich weiß nicht, wieso er dann so, da ist dort. Und dann hat er einfach die Reaktion, orientiert sich um. Ich habe aber außerdem auf Schießen gedrückt gehabt, weil ich logischerweise eigentlich gedacht habe, der geht jetzt zu Bender und habe auf Schießen gedrückt. Und dann ist aber Çalhanoğlu ran, nimmt den Befehl an, mit dem schwachen Linken, beidfüßig natürlich, mit dem schwachen Linken geht er halt einfach mal. Oh Gott, ich komm gar nicht drauf klar. Ist ja schon Volley, ist ja schon gar kein Dropkick mehr, ist ja schon Volley-Schuss, den er da macht. Und pumpt ihn da Volley rein. Wie geil ist das denn? Jetzt schauen wir uns das zweite Tor nochmal an. Die waren ja alle be beide super schwer, die Tore. Und auch hier wieder Chicharito. Ach, deswegen zählt es als Vorlage, weil. Ja, okay. Also Chicharito hat eigentlich keine Vorlage gemacht, aber ich sag mal so. Natürlich ist ein abgeprallter Ball ist natürlich, ja, also ist eigentlich, im echten Sinne ist es keine Vorlage. Ich glaube, wenn man im echten Leben schießt und der Ball prallt dann ab, dann ist es, glaube ich, keine Vorlage. Also es gibt keinen Scorerpunkt dafür, weil es eine neue Spielsituation ist. Aber ja, es ist schon irgendwie mit seinem Verdienst natürlich gefährliche Situation kreiert. Und hier versteht halt einfach die Engine nicht, dass es sich nicht um den Schuss handelt, nicht um den Pass handelt, sondern um den Schuss von Chicharito, und das ist dann ein Dropkick. Eieiei. Eieiei. Beide Male mit dem schwachen Linken, aber wie gesagt, beidfüßig. Wie geil ist das denn bitte gewesen? Und jetzt brauchen wir nur noch 7 Punkte für den Aufstieg. Das ist ziemlich viel. Das sind 2 Siege und ein Unentschieden. Boah, also Çalhanoğlu wird auf jeden Fall erstmal seinen Platz sicher haben. Aber das habe ich auch zu Kagawa gesagt, als er das Tor geschossen hat, von daher. Ja. Aber Çalhanoğlu auf jeden Fall, weil er halt auch einen geilen Freistoßwert hat, und ja, den geben wir mal in Vertrag. Solange, so schnell werde ich mir Leno nicht kaufen, deswegen egal. Und jetzt noch schnell die Spielerrollen festlegen, bevor ich das wieder vergesse. So, ja, sage ich doch, er macht jetzt nämlich alles außer Elfmeter. Okay. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal, bis hoffentlich morgen. Tschö, tschö.